Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich in diesem Video etwas ganz Neues für mich ausprobieren. Und zwar war ich vorhin bei einem veganen Foodtruck gewesen und habe mir eine Tüte mit veganem Döner geholt. Auch bekannt als Wöhner. Mal schauen, ob der mir schmecken wird. Ich hole den veganen Döner raus. So sieht der schon mal aus. Der ist sogar noch relativ warm. So, ich öffne jetzt den veganen Döner. Der sieht schon mal richtig gut aus. So ein schöner veganer Döner. Das Fleisch ist auch Soja. Ich komme einmal nach vorne, da könnt ihr einmal sehen, wie das aussieht. Also ich finde, der sieht schon mal richtig geil aus. Irgendwie erinnert mich dieser vegane Döner ein bisschen an Mehmet's Döner. So von der Form her. So, ich bin jetzt gespannt, ob er mir schmecken wird. So, beißen wir erstmal in das Brot rein. Ja, das Brot ist schon mal richtig gut. Die Soße schmecke ich auch schon ein bisschen heraus. Die Soße ist schon mal Hammer. Ja, das schmeckt richtig lecker. Also, so mein erster Eindruck, so wie mir das Fleisch schmeckt, also das vegane Fleisch, das Sojafleisch sozusagen, das schmeckt mir schon mal richtig gut. Also ich bin davon schon mal richtig begeistert. So, ich esse einfach mal weiter. Oh ja, der ist richtig lecker. Kann ich echt empfehlen. So ein veganer Döner hat mich 5 Euro gekostet. Ich habe mir insgesamt 4 Stück geholt, also 20 Euro habe ich dort liegen gelassen. Und bisher bereue ich das nicht. Ja, der Döner ist richtig geil. Also ich würde diesen veganen Döner mit Mehmet's Döner auf einen Level stellen. So lecker ist der. So, jetzt habe ich voll ins Salat reingebissen. Und der Salat, der ist richtig frisch, schmeckt richtig lecker. Also der Döner, der ist echt Bombe. Und witzigerweise ist da, glaube ich, Senf drin. Ich habe voll den Senfgeschmack im Mund. Aber ich finde, das macht den Geschmack auch noch umso besser von dem Wöhner. Zwar ungewohnt, Senf daraus zu schmecken, aber Oberhammer lecker. So, ich muss erstmal einen Schluck nachtrinken. Also ich bin echt begeistert von den Wöhner. Wie gesagt, ich kann euch diesen Wöhner echt nur empfehlen.
Der Wöhner stopft aber richtig. Also der schmeckt richtig gut und stopft auch richtig. Also 5 Euro für einen Wöhner, die lohnen sich auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon satt. So, ich schaff nicht mehr. Also der Wöhner hat mich richtig gut gesättigt. Also ich kann den euch wirklich nur empfehlen. So, das war's jetzt auch erstmal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.